Kommt her mit eurem jüngsten Mitglied, mit einem nachhaltigen Mitglied. Rabea, schön, dass ihr da seid. Erzähl mal, nachhaltig bewegt ist noch relativ jung, will ich mal sagen. Vielleicht war deshalb die Fragezeichen über den einzelnen Köpfen etwas groß. Aber du klärst uns jetzt einfach alle mal auf. Das mache ich, genau. Nachhaltig bewegt. Wir haben uns erst dieses Jahr gegründet. Wir sind ein ganz junger Verein. Und vielleicht habt ihr noch nichts von uns gehört, aber vielleicht von einem von unseren Projekten. Friedberg bewegt sich, gehört zu uns. Das war das Sport- und Bewegungsangebot auf der Seewiese diesen Sommer und letzten Sommer auch schon. Calisthenics, Friedberg Bad Nauheim. Yoga im Wald, dieses Jahr in Bad Nauheim zum ersten Mal. Der Tag der offenen Gärten, der hat dieses Jahr schon zum dritten Mal stattgefunden. All diese Projekte und auch noch viel mehr gehören jetzt unter unser Dach von Nachhaltig bewegt. Und da dürfen noch viel mehr dazu kommen. Ja. Fällt mir sonst noch was ein? Wo trifft man euch? Also vorne, vorm Jo, ist unser Stand. Da kann man uns sehr, sehr gerne besuchen. Wir freuen uns über jedes Gesicht, was uns ein Lächeln schenkt. Folgen kann man uns auf Instagram, nachhaltigbewegt_ev. Ja, danke schön für dein Lächeln. Wir haben auch so einen coolen Kreideparcours da vorne, ein bisschen Mikado. Also man kann bei uns auch ein bisschen was mitmachen, sich nachhaltig bewegen. Genau. Ja. Sehr schön. Rabea, du hattest ja schon gesagt, ihr seid noch recht jung und frisch. Wie kam es? Wo habt ihr eine Lücke gesehen? Warum habt ihr euch eigentlich gegründet? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir sind so ein Haufen verschiedener Menschen, die aber irgendwie so das gleiche Interesse verfolgen. Also wir streben nach Verbundenheit, Gemeinschaft und wir wollen Bewegungsangebote, aber natürlich auch Naturverbundenheit schaffen und Menschen zusammenbringen und aber eben auch als Verein ein Dach, ein Grundgerüst bilden für eben Projekte, die schon laufen, die bestehen, die von einzelnen Köpfen auch angeleitet werden. Aber es soll mit dem Verein so ein bisschen so einen rechtlichen Rahmen schaffen oder vielleicht auch einen Rahmen, der, ich benutze jetzt einfach mal das Wort Seriosität. Man hat nochmal ein anderes Wirken in der Welt, anderes Ansehen, wenn man eben als Verein auch auftritt, gebündelt. Ja? Und wir sind jetzt einfach ein Haufen noch junger Leute und wir wollen einfach Verbundenheit. Aber ich finde das ganz, ganz toll, dass gerade auch junge Menschen eine Initiative, die Initiative ergreifen, sowas auf die Beine zu stellen. Also dass auch junge Menschen sich im Bereich Ehrenamt engagieren. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Viele Vereine haben immer so ein bisschen das Dilemma, keinen Nachwuchs zu haben. Also den Nachwuchs gibt es. Ja, auch hier schon ganz, ganz genau, klein. Da gibt es ihn auch. Und es geht auch so ein bisschen um Sichtbarkeit, das muss man auch einfach sagen. Jetzt zum Beispiel hier Calisthenics, ich würde das Mikro direkt mal weitergeben. Wir wollen einfach auch für bestehende Projekte eine Plattform sein, um mehr gesehen zu werden. Ja, euch sieht man ja zum Beispiel unten auf der Seewiese diese Sportgeräteanlage oftmals. Genau, da, das ist unsere Heimatbasis. Da bieten wir jeden Sonntag einen Gruppenworkout an, jeden Sonntag 11 Uhr und frei für jeden, offen für jeden, kostenlos, ohne Anmeldung, komplett unverbindlich. Jeder ist willkommen und wir versuchen auch für jeden da zu sein und jeden so zu unterstützen, dass er gut und sicher vor allem durch das Workout durchkommt, genau. Calisthenics, darunter kann sich nicht unbedingt jeder was vorstellen. Ja, das ist eine Trendsportart, die sich vor 10, 15 Jahren so ein bisschen rauskristallisiert hat. Sind viele Kunstfiguren aus dem Turnen. Wir versuchen bei dem Sonntagsworkout eigentlich mehr die Grundlagen zu schaffen, um überhaupt solche artistischen Leistungen schaffen zu können. Also erstmal eine gewisse Basis an Stärke, an Beweglichkeit und eben auch Leute zusammenzuführen, dass sich Gruppen bilden, die dann auch gemeinsam unabhängig von unseren Workouts trainieren. Und ja, sehen uns auch so ein bisschen als eine große Community, große Familie. Wir haben sehr viele Leute, die jede Woche da sind. Also nicht nur die zwei Coaches, die das anleiten. Einer davon bin ich, der andere ist heute nicht da. Sondern auch viele Teilnehmer, die jede Woche mit uns gemeinsam dastehen und ohne die das auch nicht funktionieren würde. Super, sehr, sehr schön. Also auch eine nachhaltige Bewegungsform. Ganz toll. Und wolltest du auch noch was? Bei ihm wird es noch schwierig. Verbale Äußerungen sind da auch durchaus möglich. Ich kenne das von meinen. Auch sehr fordernd oftmals, genau. Ich würde doch noch mal einhaken.
Also vielleicht noch ergänzend, auch zu dem, was Philipp jetzt gerade gesagt hat, unser Anspruch ist auf jeden Fall auch, Bewegungsangebote niederschwellig für alle auch anbieten zu können und generell Angebote für alle anzubieten und die Bewegung zu fördern und genau nachhaltige Bewegung wieder unter die Menschen zu bringen. Ja, ganz toll, weil Bewegung, glaube ich, fehlt den meisten. Ja, man hat oftmals Tätigkeiten, die entweder von der Bewegung her eher einseitig sind oder so wie bei mir so ein Schreibtischtäter. Ja, da findet die Bewegung dann eher in den Fingern an der Tastatur statt. Ganz lieben Dank, dass ihr heute da seid und euer Programm vorstellt und zeigt, vor allem auch zeigt, dass Ehrenamt auch bei jungen Menschen ganz toll aufgehoben und angekommen ist. Lieben Dank, nachhaltig bewegt!